Ich will meine Kinder zurück. Ich sagte, heb deine Mutter auf. Er war mein einziger Sohn. Wir sind uns sicher, der Staat ist hierbei nicht unschuldig. Die Türkei. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien verlieren immer mehr Menschen ihre Angehörigen an den sogenannten Islamischen Staat. Nachdem der amtierende Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Regierung im Jahr 2003 übernahm, hat sich vieles im Land verändert. Erdogan vertritt einen konservativen Islam, der alle anderen Glaubensrichtungen dominiert. Von dieser Politik profitieren auch die radikal-islamischen Terrororganisationen. Die Türkei scheint für die Islamisten zum Drehkreuz des Terrors geworden zu sein. Sie versorgen sich hier mit Menschen- und Kriegsmaterial, oft mit Wissen der türkischen Behörden. Etwa 3000 türkische Staatsbürger sollen sich dem IS angeschlossen haben. Offiziell geht die Türkei inzwischen im eigenen Land gegen den IS vor. Doch trotz Mauerbau und Grenzgraben sei die Türkei immer noch die Transitstrecke der Dschihadisten, so die Beobachter. In diesem Film werden wir eine Reise durch die Türkei machen. Zu den Orten, wo der IS seine Kämpfer rekrutiert. Wir werden Familien aufsuchen, die ihre Kinder an den IS verloren haben. Und mit Politikern reden, die den Staat dafür verantwortlich machen. Propagandafilm des sogenannten Islamischen Staates. Mit solchen Bildern versucht die Terrororganisation, gläubige muslimische Jugendliche auch in der Türkei in den Heiligen Krieg zu locken. Sie sollen in den einzigen islamischen Staat kommen, in dem Familien glücklich nach Scharia-Gesetzen leben. Dort erwarte sie Wohlstand und Reichtum, ein eigenes Auto, Teehäuser und Grünanlagen. Dieses Kalifat müsse verteidigt werden, mit Waffen und unter der Fahne des IS, die nichts anderes darstellt als das Siegel des Propheten Mohammed. Eine Protestveranstaltung in Istanbul. Menschen demonstrieren hier gegen das Satiremagazin Charlie Hebdo am Jahrestag des Massakers. Wir sind alle Mohammed. Mohammed ist unsere Seele, heißt es auf den Plakaten. Lautstark verdammen sie Karikaturisten, die den Propheten beleidigt haben sollen. Danach geloben die Menschen unter der Anleitung des Hauptredners: Gott, der Herr, ich bin bereit, sowohl meine Tochter als auch meinen Sohn für dich zu opfern. Tausende türkische Jugendliche sollen solchen Aufrufen gefolgt sein und kämpfen inzwischen in Syrien und im Irak in den Reihen der Dschihadisten. Viele von ihnen kommen aus der mittelanatolischen Provinz Konya. Die Provinzhauptstadt war immer die Hochburg der Islamisten in der Türkei. Bis heute sind viele islamische Orden in Konya zu Hause. Hier erhob sich der erste Widerstand gegen die von Mustafa Kemal Atatürk gegründete säkulare Republik. Kein Wunder also, dass die islamisch-konservativen Parteien, wie die Regierungspartei AKP, bei den Wahlen bis heute die meisten Stimmen erhalten. Wir machen uns auf den Weg in ein kleines Dorf, das 40 Kilometer südlich von Konya liegt, nahe der Kleinstadt Cumka.
Die einzige Einnahmequelle der Menschen in dieser kargen Gegend ist Tierzucht. Vor allem Jugendliche aus solchen ärmlichen Verhältnissen ziehen in der Türkei in den Heiligen Krieg. Wir treffen eine Mutter, die ihren Sohn an den IS verloren hat. Eines Morgens hat er das Haus verlassen. Ich habe überall nach ihm gesucht. Als er nicht zurückkam, habe ich täglich um ihn geweint. Dann kam ein Freund von ihm mit einem Foto zu uns nach Hause. Er hatte es im Internet entdeckt. Viele hatten es dort gesehen, mir aber nichts gesagt. Eines Tages, als ich nach Hause kam, war das Haus voller Menschen. Sie waren zu einem Beileidsbesuch gekommen, zeigten mir das Foto und sagten, dass mein Sohn tot sei. Er war mein einziger Sohn. Bayram Meriç ist einer von vielen Jugendlichen aus Konya, die dem IS gefolgt sind. 2 Jahre, nachdem er sich dem Islamischen Staat angeschlossen hatte, wurde er getötet mit nur 28 Jahren. Gegen die Radikalisierung der Jugendlichen wird hier offensichtlich nichts unternommen. Staatsfeind Nummer 1 sind in der Türkei nicht die Islamisten, sondern die Kurden. Seit 1980 haben hier mehr als 40.000 Menschen in diesem blutigen Krieg ihr Leben gelassen. Die Beerdigung eines Polizeibeamten Anfang 2016 in Konya. Die Türkei versucht, das Erstarken der Kurden mit allen Mitteln zu verhindern, mit Polizei- und Armeeeinsatz und gegebenenfalls auch mit Hilfe der Islamisten. So der ehemalige Abgeordnete Attila Kart, der hier an der Beerdigung des Polizisten teilnimmt. Für den Anwalt ist die Kurdenpolitik einer der Hauptgründe, warum die Türkei lange den IS-Aktivitäten im eigenen Land tatenlos zuschaute. Weil der IS gegen die Kurden kämpft, so Kart, sei er stets geduldet worden. Kart hatte im türkischen Parlament immer wieder Anfragen zum IS gestellt. Gruppen von jungen Türken stiegen immer wieder in den 21-Uhr-Bus von Konya nach Gaziantep ein. Sie wollten sich dem IS anschließen. Wir kannten ihre Namen und haben sie der Polizei gemeldet. Ich habe den Beamten erzählt, wer sich in Konya dem IS anschließt und welche Adresse für sie als Sammelstelle dient. Die Polizei ging zwar dorthin, unternahm aber nichts, weil angeblich kein Tatbestand vorlag. Kurdische Milizen nehmen in Syrien immer wieder IS-Kämpfer gefangen. Manche von ihnen sind geständig gewesen und haben preisgegeben, wie sie in der Türkei arbeiten. Laut Interviews, die uns von kurdischen Agenturen zur Verfügung gestellt wurden, spielt Konya für den IS eine wichtige Rolle. In Konya sind manche unserer Gemeinden vertreten. Zum Beispiel der Kreis von Murat oder der Kreis des Gelehrten Alaaddin Pahlevi. Diese Gemeinden sind bekennende Dschihad-Gemeinden. Der Staat weiß über alle ihre Aktivitäten Bescheid. Die Behörden wissen, dass mancher von ihnen, wie etwa Alaaddin Pahlevi, deswegen sogar im Gefängnis gesessen hat. Auch in Istanbul hat der IS viele Anhänger. In der Stadt am Bosporus leben heute 15 Millionen Einwohner. Vor allem in den ärmlichen Randbezirken der Metropole haben viele Menschen aus Anatolien ein neues Zuhause gefunden. Genau diese Viertel dienen dem Islamischen Staat als Basis für seine Aktivitäten. Hier bauen die Islamisten Gruppen auf, die sich Schritt für Schritt radikalisieren, bis sie schließlich für den Gottesstaat in den Heiligen Krieg ziehen. Wir besuchen in dem Stadtteil Esenler eine Familie, die an scheinbar harmlosen Unterhaltungen teilnahm. Sie haben zwar bemerkt, dass da was nicht stimmte, doch da war es schon zu spät. 2 ihrer Töchter, 16 und 19 Jahre alt, verließen unerwartet das Elternhaus und schlossen sich dem IS an.
Solche Zeitschriften haben unsere Töchter gelesen, besonders vor den Parlamentswahlen. Mit irgendwelchen von ihnen selbst aufgestellten Thesen haben die Islamisten den Kindern das Gehirn gewaschen. Sie waren wie betäubt. Sie haben nichts mehr unternommen und nur noch diese Sachen gelesen. Darauf habe ich all diese Zeitschriften weggeworfen. Die Zeitschriften enthalten neben religiösen Texten auch eindeutige Hetzkampagnen gegen den Westen und gegen die Demokratie. Darin heißt es: Den Kindern, die ungläubige westliche Schulen besuchen, werden dort die Seele, das Herz und das Denken zerstört. Und weiter: Wer wählen geht, tritt der Religion namens Demokratie bei und verlässt den Islam. Oder: Demokratie ist das Meisterwerk Satans. Bis jetzt habe ich geschwiegen, aber nun will ich die Namen der Drahtzieher nennen. Denn sie haben mir so viel Leid zugefügt. Es war ein Mann namens Ebu Hansala. Er hat zu den Männern gesprochen und seine Frau Zeynep zu uns Frauen. Mich und meine Töchter haben sie immer schief angeschaut, weil wir nicht schwarz verschleiert kamen, sondern so, nur mit Kopftüchern. Wir sollten uns verschleiern. Das ist Ebu Hansala. Sein richtiger Name ist Khalis Bayantschuk, neben ihm seine Ehefrau. Ebu Hansala ist kein Unbekannter in der Türkei. Mit mehreren hundert Anhängern trat er in der Vergangenheit immer wieder öffentlich auf. Eine Art Machtdemonstration. Dieser Propagandafilm über ihn und seine Gemeinde ist bis heute in Umlauf. Darin sieht man Dutzende Familien mit Kindern, die sich zum radikalen Islam bekennen. Ebu Hansala gibt in der Zeitschrift der Gemeinde Tevdit die Richtung vor und spricht in den Versammlungen stets das Machtwort. Das heißt, dass inzwischen einige dieser Männer in Syrien für den Islamischen Staat kämpfen. Ahmet Kadir Khan ist der IS-Kenner in der Türkei. Wegen seiner kritischen Arbeiten hat er Morddrohungen erhalten. Über Ebu Hansala ist er bestens informiert. Er ist jemand, der in der islamistischen Bewegung in der Türkei sozialisiert wurde. Er bezeichnet sich als Oberbefehlshaber des Islamischen Staates in der Türkei. Der IS in Syrien hat dies bis heute weder öffentlich noch intern dementiert. Daher gehen wir davon aus, dass diese Behauptung der Wahrheit entspricht und er zumindest einen sehr hohen Rang einnimmt. Erst nachdem mehrere Familien ihre Kinder durch Ebu Hansalas Predigten an den IS verloren haben, handelte der türkische Staat und nahm ihn fest. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß, angeblich wegen mangelnder Beweise. Wir wollen wissen, ob die Gemeinde von Ebu Hansala im Haus Tevdit weiter aktiv ist. Bärtige Männer in islamischen Trachten gehen dort im Stadtteil Güneşli noch immer ein und aus. Schließlich werden wir entdeckt. Zwei junge Männer kommen auf uns zu und wollen wissen, was wir drehen. Wir packen unsere Sachen und verlassen das Viertel. Unsere nächste Station ist die südostanatolische Stadt Adıyaman. Die Stadt, die am mythischen Fluss Euphrat liegt, geriet 2015 in die Schlagzeilen, als eine Serie von Attentaten die Türkei erschütterte. Alle Attentäter stammen von hier. Bis dahin war Adıyaman mit ihren 250.000 Einwohnern eher eine unauffällige Provinzmetropole. Die Menschen führen hier in der Regel ein religiös-traditionelles Leben, ohne sich groß in politische Ereignisse einzumischen. Niemand ahnte, dass sich in der Stadt im Geheimen eine Gruppe von IS-Selbstmordattentätern formierte, die Menschen in der Türkei bis heute in Angst und Schrecken versetzt. Die Gruppe Dokumacılar. Bei drei Bombenattentaten, die sie verübten, kamen mehr als 140 Menschen ums Leben. Nach den Mitgliedern und deren Anführer Mustafa Dokumacil wird überall gefahndet.
Hier in einer Seitenstraße wurde die Gruppe in einem Teehaus gegründet und in Syrien zu Selbstmordattentätern ausgebildet. Der IS stellt die Kampfgruppen gezielt mit Mitgliedern zusammen, die ähnliche Eigenschaften haben. Das ist ihre Strategie. So schaffen sie für ihren Kampf eine Art von kriegerischer Bruderschaft. Auch bei der Gruppe Dokumacilar sieht man sehr deutlich, dass ein solches Netzwerk auf Verwandtschaft und Freundschaft basiert. Tatsächlich treten in den IS-Propagandafilmen die Kämpfer stets als Mitglieder einer bestimmten Volksgruppe mit der jeweiligen Landessprache auf. Hier zum Beispiel werben die Balkan-Muslime in serbo-kroatischer Sprache für den Heiligen Krieg. So vermeidet der Islamische Staat Reibungen unter den verschiedenen Volksangehörigen und schafft unter den Kämpfern einen tödlichen Zusammenhalt. Auch die Gruppe Dokumacilar dürfte sich in Syrien in einer ähnlichen Struktur organisiert haben. Allerdings hätte es nicht so weit kommen müssen, sagt der Abgeordnete der Oppositionspartei HDP, Pecet Yildirim. Schließlich habe er die Behörden über die Aktivitäten der Gruppe vorzeitig informiert. Ich habe den Behörden Personennamen genannt und die Namen der Dörfer, wo der IS seine Kämpfer beerdigt hat und wo er seine Verwundeten pflegen ließ. Doch der Gouverneur sagte, nein, nein, das kann nicht sein. Wenn in Adiyaman nur ein Vogel fliegt, kriege ich das mit. Aber leider zogen die Menschen von hier in Konvois Richtung Syrien. Manche von ihnen kamen sogar wieder zurück, um ihre Freunde nachzuholen. Das alles haben die Behörden zugelassen. Der Gouverneur sagt schon die Wahrheit. Er hat schon mitbekommen, welche Vögel hier weggeflogen sind. Die konservative Lebensweise bestimmt in Adiyaman den Alltag der Menschen. Es gibt kaum Freizeitangebote für die Jugend. Die Langeweile treibt hier so manche Jugendliche in die Arme radikaler Prediger. Ein von Kurden gefangen genommener IS-Kämpfer von der Gruppe Dokumacilar erzählt seinen Werdegang. Derjenige, der mich angeworben hat, riet mir erst einmal, täglich zu beten. Dann trichtete er mir die Vorzüge des Paradieses ein und machte mir mit der Hölle Angst. So habe ich täglich gebetet und die Fastenzeiten eingehalten. Als ich anfing, ihn zu besuchen, ging es schließlich immer mehr um den Heiligen Krieg. Aus einer solchen Wohnsiedlung führte die Reise einiger Jugendlicher nach Syrien und am Ende als Selbstmordattentäter in den Tod. Wie hier in Diyarbakir. Wahlkampagne der Oppositionspartei HDP am 5. Juni 2015. Zum ersten Mal in der türkischen Geschichte nahm eine pro-kurdische Partei zwei Tage später bei den Wahlen die 10%-Hürde und zog damit als Fraktion ins türkische Parlament ein. Der Parteivorsitzende Selahattin Demirtas prophezeite seinen Wählern eine glorreiche Zukunft. Dann detonierte eine Bombe mitten in der Menschenmenge. Tote und Verletzte lagen am Boden. Das war der Beginn einer Serie von IS-Anschlägen auf türkischem Boden. Suruç, Ankara und Istanbul sollten folgen. In Istanbul wurden auch 10 deutsche Touristen Opfer des Terrors. Bei dem Attentat in Diyarbakir wurden 5 Demonstranten getötet, mehr als 300 verletzt. Freunde und Hinterbliebene schworen Rache. Der mutmaßliche Bombenleger Orhan Günder, ein Mitglied der Gruppe Dokumacilar, wurde einen Tag später festgenommen. Der Abgeordnete Behçet Yildirim bringt uns zu der Familie des Attentäters. Er versichert uns, dass die Polizei über den Bombenleger schon seit längerer Zeit gut Bescheid wusste. Angeblich sei er vor dem Anschlag von der Polizei sogar observiert worden. Auch der Cousin des Attentäters bestätigt uns dies. Er erzählt uns, wie er und die anderen Familienmitglieder um Orhan gekämpft hätten und wie gleichgültig und unkooperativ die Behörden dabei gewesen seien.
Wir haben den Aufenthaltsort meines Cousins vor dem Attentat ausfindig gemacht. Wir waren in der Grenzstadt Akçakale. Die Geschäftsleute sagten uns, dass sie ihn kennen würden und er von dort nach Syrien ein- und ausgehe. Wenn die das wissen, wie kann der türkische Staat dies nicht wissen? Wir haben doch bei den Behörden ständig Vermisstenanzeigen aufgegeben. Wir sind uns sicher, dass der Staat in dieser Sache nicht unschuldig ist. Er arbeitet sogar mit dem IS zusammen. Wir wollen wissen, ob es wirklich so einfach ist, nach Syrien ein- und auszureisen, und fahren an die Grenze nach Kilis. Der dortige Grenzübergang Onjipinar gilt als die Hauptversorgungsroute der Dschihadisten in Syrien und im Irak. Mit einer Mauer, die seit kurzem entlang der Grenze gebaut wird, versucht die Türkei zu zeigen, dass sie gewillt ist, den Verkehr nach Syrien besser zu kontrollieren. Wohl wegen des Drucks aus dem Westen. Doch lange galt die Grenze für die Dschihadisten als sichere Transitstrecke. Das berichten gefangene IS-Kämpfer. Es gab keinen einzigen Soldaten an dem Grenzübergang, als ich rüberging. Ich ging ohne Probleme nach Syrien und grüßte gleich hinter der Grenze die Leute, die auf mich warteten. Wir waren etwa 17 Personen. Wir wurden zu einem Treffpunkt gebracht und über die Grenze nach Cerablus geschickt. Wenige Meter vom Grenzübergang entfernt schlüpften wir durch den Stacheldraht. So in etwa müssten die IS-Kämpfer damals die Grenze passiert haben. Diese Aufnahmen stammen von dem kurdischen Journalisten Nazim Dajdan. Wir hatten ihn 2014 bei der Arbeit gezeigt und über die staatliche Willkür an der Grenze berichtet. Wir finden die illegalen Grenzübertritte der Dschihadisten und syrischen Oppositionellen. Die türkischen Soldaten haben uns bemerkt und angehalten. Sie fragten, was wir hier tun. Wir sagten, wir seien Journalisten und hätten unsere Arbeit. Als klar wurde, dass wir für die pro-kurdische Agentur Dicle arbeiten, haben sie uns attackiert und schließlich unsere Kameras beschlagnahmt. Danach traf es Dajdan noch härter. Er wurde im Februar 2016 an der türkisch-syrischen Grenze verhaftet und sitzt seitdem im Gefängnis. Vorwurf: Aufnahmen in einer militärischen Sicherheitszone. Zurück in Adıyaman. Der Abgeordnete Behçet Yildirim möchte uns zu einem Mann bringen, dessen Fall außergewöhnlich sei. Er zeige, dass sich der IS völlig legal in der Türkei aufhalte. In einem Büro der Oppositionspartei HDP treffen wir Mehmet Dündar. Seine beiden Zwillingssöhne Mehmet Gazi und Ömer Deniz hätten sich 2014 dem Islamischen Staat angeschlossen, dort geheiratet und seien dann eines Tages plötzlich wieder im elterlichen Haus aufgetaucht. Als ich meinen Sohn Ömer Deniz in meinem Haus wieder sah, bin ich ihm um den Hals gefallen. Er hatte inzwischen einen langen Bart. Meine Frau fiel vor Freude in Ohnmacht und ich sagte zu ihm: Heb doch deine Mutter auf. Wir mussten sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus bringen. Mein Sohn hatte in Syrien geheiratet und war mit seiner Frau zurückgekommen. Ich ging zur Staatsanwaltschaft und habe sie beschworen: Bitte, nehmt sie fest. Vielleicht kommen sie im Gefängnis zur Besinnung und bleiben hier. Der Staatsanwalt sagte: Wir können sie nicht festhalten. Sie sind freiwillig nach Syrien gegangen und sind zudem volljährig. Wir können da nichts tun. Die beiden Brüder gingen wieder zurück nach Syrien. Dass die türkische Justiz nichts gegen potenzielle IS-Kämpfer tun kann, ist kaum zu glauben. Wir reisen in die Provinz Hatay im Süden der Türkei. Antakya ist die Provinzhauptstadt. Auch hier sollen sich viele radikale Islamisten aufhalten, die zum Teil mit dem Flüchtlingsstrom den Weg in die Türkei gefunden haben. So berichten jedenfalls die Anwohner. Nach dem Beginn des syrischen Bürgerkrieges
fanden hier tausende Flüchtlinge ein neues Zuhause. Von den Islamisten fühlen sich besonders die christlichen Gemeinden von Hatay bedroht. In Antakya treffen wir den Rechtsanwalt Supi Sarif, der ein Mitglied der christlichen Gemeinde ist. Einst waren 30% der Einwohner der Stadt Christen. Heute machen sie nicht einmal 0,5% der Bevölkerung aus. Auch Sarif ist davon überzeugt, dass hier Radikal-Islamisten aktiv sind. Er kämpft für den Erhalt seiner Gemeinde in Antakya. Ein Kampf gegen die Zeit. Denn immer mehr Christen verlassen die Gegend in Richtung Europa. Unsere Gemeinde untersteht dem Bistum von Aleppo. Unser Bischof wurde von El-Nusra-Kämpfern entführt und anschließend geköpft. Auch dem Bischof der Aramäer haben sie den Kopf abgeschnitten. Soweit ich weiß, haben sie sogar den Fahrer getötet. Ihre Mörder sind später in die Türkei gekommen, wurden hier festgenommen, aber bald wieder freigelassen, als ob nichts geschehen wäre. Einst war Antakya unter dem antiken Namen Antiochia eine Hochburg der Christen. Die zweitälteste christliche Kirche der Welt befindet sich hier. Und in der Rangordnung des orthodoxen Glaubens ist Antiochia nach Istanbul und Kairo der drittwichtigste Sitz der Orthodoxen. Der erste Patriarch von Antiochia war der heilige Petrus. Sarif sagt, dass die Nerven der Christen seit der Ermordung ihrer Bischöfe durch Islamisten blank liegen. Sie würden sich kaum noch vor die Tür trauen. Das macht sich in den Kirchen bemerkbar. Zu den Abendgebeten kommen in der Hauptkirche nur noch vereinzelt Gläubige zusammen. Der Polizeipräsident hat uns gebeten, unsere Türen immer geschlossen zu halten. In Ankara, Istanbul und woanders werden Bombenanschläge verübt. Wir machen uns Sorgen, dass man einen Anschlag auf uns als Andersgläubige verübt, weil ein solcher Anschlag auf Christen in Europa einen großen Widerhall finden würde. Deswegen kommen manche Gläubige nicht mehr zu den Gebeten. Ich hoffe aber, dass das nur vorübergehend ist. Auch die armenische Gemeinde in Hatay schrumpft immer mehr. Das sind die letzten Armenier vom Berg Musadag. Von den einst 7 armenischen Dörfern, die über den Berg verteilt waren, ist nur noch das Dorf Vakifli übrig geblieben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Armenier auch von hier verschwinden. Der politische und soziale Druck lässt viele von ihnen auswandern. Und die Verbliebenen leben in ständiger Angst. Nur wenige Kilometer entfernt, auf der anderen Seite der Grenze, ist Krieg. Nicht nur Christen sorgen sich in Hatay um ihre Zukunft, sondern auch die Minderheit der Aleviten. Die Kleinstadt Samandar ist zu 99% alevitisch, so wie der syrische Präsident Assad. Die Aleviten verschleiern sich nicht, besuchen kaum Moscheen und machen keine Pilgerfahrten nach Mekka. Eine Art Verrat an dem Islam. Deswegen behaupten manche Dschihadisten sogar, dass schon die Tötung eines einzigen Aleviten einem Gotteskrieger das Tor zum Paradies aufstoße. Was wir momentan leider erleben, ist, dass für die Tötung von Andersdenkenden Fatwas ausgesprochen werden. Die Tötung von Menschen wird damit für legitim erklärt, nur weil sie einen abweichenden Glauben haben. In den Außenbezirken von Antakya entsteht eine neue Subkultur, die der syrischen Flüchtlinge. Die demografische Entwicklung verschiebt sich hier unaufhaltsam zu ihren Gunsten. Inzwischen stammt jeder 5. Einwohner aus Syrien. Auch die Vertreter der Aleviten behaupten, dass hier nicht nur harmlose Kriegsflüchtlinge leben, sondern auch radikale Islamisten.
Unter denen, die sich hier in Antakya niedergelassen haben, befinden sich auch Tschetschenen, Tunesier, Saudi-Araber oder Libyer. Man kann sie von den anderen durch ihre Kleidung und ihr Verhalten unterscheiden. Sie schauen uns sogar drohend an, sodass unsere Kinder schon Angst haben, in die öffentlichen Busse einzusteigen. Die Hochburg der Islamisten ist und bleibt aber Gaziantep, nahe der syrisch-türkischen Grenze. Nur 60 Kilometer von hier entfernt liegt das Bürgerkriegsland Syrien. Jeden Tag berichten die Medien über die Ereignisse in Gaziantep. Immer wieder werden hier IS-kritische Journalisten, Filmemacher und Oppositionelle erschossen, Bomben gezündet und, wie man immer zu spät herausfindet, Selbstmordattentäter beherbergt. Mit etwa 2 Millionen Einwohnern ist Gaziantep nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch ein wichtiger Ort für die Türkei. Die Grenzgeschäfte nach Syrien wurden in Friedenszeiten stets von hier aus abgewickelt. Die alteingesessenen türkisch-, kurdisch- und arabischsprachigen Einwohner der Stadt waren lange Zeit ein positives Beispiel für ein multikulturelles Zusammenleben in der Türkei. Die Einwohnerzahl der Stadt ist heute größer denn je. Mehr als 500.000 syrische Kriegsflüchtlinge sollen hier untergekommen sein. Sie haben sich eine neue Heimat geschaffen und eine Infrastruktur mit eigenen Geschäften aufgebaut. In den Vierteln am Stadtrand führen sie ein abgeschottetes Leben. Niemand scheint hier den Durchblick zu haben, nicht einmal die Polizei. In einer Fabrik hat man 120 Tonnen Ammoniumnitrat entdeckt, das vom IS zur Bombenherstellung genutzt wurde. Und auch Werkstätten, in denen die Sprengstoffwesten der Selbstmordattentäter hergestellt wurden. Hier wurde eine Organisation ausgehoben, die übers Internet die vom IS entführten jesidischen Frauen als Sexsklavinnen vermarktet hat. Wir haben auch herausgefunden, dass der IS sich in den Flüchtlingslagern organisiert. All dies haben wir dokumentiert und die entsprechenden Anfragen im Parlament gestellt. Allerdings wurden diese von der Regierungspartei AKP immer wieder abgelehnt. Mehr als 2 Millionen syrische Kriegsflüchtlinge leben inzwischen in der Türkei. Davon etwa 300.000 in den Flüchtlingslagern, die fast alle nahe der syrisch-türkischen Grenze gebaut wurden. Für Journalisten ist es schwierig, eine Drehgenehmigung für diese Camps zu bekommen, für manche sogar unmöglich. Mit dem Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation von Gaziantep, dem Rechtsanwalt Hasan Öndür Sulu, besuchen wir das Flüchtlingslager El Beli. Drehen dürfen wir auf dem Gelände nicht. Hier in El Beli sind etwa 30.000 Flüchtlinge untergebracht. Der Menschenrechtler hat die Missstände genau dokumentiert. In mehreren seiner Berichte hat er immer wieder die undurchsichtigen Aktivitäten bestimmter Lagerinsassen angemahnt und die Verantwortlichen gebeten, gegen kriminelle Machenschaften vorzugehen. Ohne Erfolg. Bei manchen IS-Selbstmordattentätern hat man Ausweise gefunden, die in staatlichen Flüchtlingslagern ausgestellt wurden. Man hat auch Fingerabdrücke mancher IS-Mitglieder auf Krankenhausdokumenten entdeckt, die sich als Lagerinsassen behandeln ließen. IS-Selbstmordattentäter benutzen die Flüchtlingslager vor einem Anschlag als wirtschaftliche und logistische Basis. Der Abgeordnete der Oppositionspartei HDP, Mahmut Tuluk, ist überzeugt, dass der Islamische Staat in Gaziantep überall präsent ist. Er begleitet uns in ein kurdisches Viertel. Tuluk ist einer von 153 Abgeordneten, deren Immunität vom türkischen Parlament im Mai 2016 aufgehoben wurde. Der Islamische Staat sieht in den Kurden seine Hauptfeinde, weil diese die Terrororganisation in Syrien und im Irak erfolgreich bekämpfen. Nun scheint sich diese Feindschaft in die Türkei verlagert zu haben. Die Bewohner erzählen uns, was sie hier tagtäglich erleben.
Die Leute vom IS sind hier unter uns, auch im Viertel da unten. Sie laufen überall frei herum. Ich saß im Parteibüro. Da kam einer rein und drohte mir, ihr habt meinen Bruder getötet. Ich werde euren Laden in die Luft sprengen. Danach ging er. Der IS ist überall, überall. Wir wollen wissen, ob die türkisch-syrische Grenze immer noch durchlässig ist, wie behauptet wird. Der Anwalt und Menschenrechtler Hasan Önder Sulu begleitet uns gemeinsam mit dem Bürgermeister des Grenzdorfes Öylum. Der Bürgermeister sagt, dass wir anhalten sollen, weil es ab hier gefährlich sei. Das ist die berüchtigte Grenze, über die sich der Islamische Staat angeblich mit neuen Kämpfern und Material versorgt. Im Hintergrund ist ein syrisches Dorf zu sehen. Vorne überwachen türkische Soldaten mit Panzern die Grenze. Auf den ersten Blick scheint hier alles normal zu sein. Plötzlich erscheinen türkische Grenzsoldaten und sagen, dass wir hier nicht filmen dürfen. Zum Glück wird unser Drehmaterial nicht gelöscht. Später im Dorf erzählt uns der Bürgermeister, dass die Grenzüberwachung nichts weiter als eine Farce sei. Die Dorfbewohner hätten die Situation inzwischen satt, erzählt er. Sie könnten wegen der illegalen Grenzgänger, die manchmal sogar zur Gewalt greifen, ihre Pistazienfelder nicht mehr betreten. Der Bürgermeister sagt, dass die Kämpfer verschiedener Terrorgruppen hier ein- und ausgehen würden, und zwar ohne Probleme. Er könne sie sogar voneinander unterscheiden. Die IS-Kämpfer tragen ein Vollbart, rasieren aber die Oberlippen. Die Al-Nusra-Kämpfer haben sowohl Oberlippenbart als auch Vollbart. Nur die Regierungssoldaten von Assad waren noch nicht hier. Allen anderen sind wir hier begegnet. Vor einem Monat saß genau hier ein Schlepper mit einem Mann. Der Schlepper hat ihn mir als den Befehlshaber des Islamischen Staates in diesem Gebiet vorgestellt. Hier, in diesem Café. Ich habe das mehrmals der Polizei mitgeteilt. Bisher ist aber nichts unternommen worden. Als wir das Dorf verlassen, entdecken wir am Grenzübergang Onjibinar eine Gruppe von Männern, die Militärkleidung tragen. Manche von ihnen laufen mit bandagiertem Bein an Krücken. Als sie uns bemerken, drehen sie sich weg und wollen nicht erkannt werden. Wir haben die Behörden wegen der Behandlung von IS-Mitgliedern in staatlichen Krankenhäusern um eine Stellungnahme gebeten. Sie sagten uns, dass sie nicht dem Islamischen Staat, sondern der Freien Syrischen Armee helfen. Aber diese Armee gibt es ja längst nicht mehr. Aus meiner Sicht sind die Rebellengruppen, die in Syrien kämpfen, entweder Al-Nusra, Ahrar al-Sham oder der Islamische Staat. Die Türkei weiß genau, dass jede Hilfe, die für diese Organisation bestimmt ist, eigentlich indirekt dem Islamischen Staat zugutekommt. Es tauchen immer mehr heimlich gemachte Aufnahmen in regierungskritischen türkischen Medien auf. Sie zeigen angeblich, dass verwundete Dschihadisten, die in Syrien kämpfen, in türkischen Krankenhäusern behandelt werden. Auch die guten Beziehungen zwischen den IS-Kämpfern und den türkischen Grenzsoldaten werden immer wieder von den Kameras festgehalten, wie hier. Türkische Soldaten am Grenzübergang in angeregter Unterhaltung mit IS-Kämpfern auf der syrischen Seite. Scheinbar nur die Spitze des Eisberges, wie ein IS-Kämpfer gesteht, der von Kurden gefangen genommen wurde. Wir wurden vom türkischen Geheimdienst in Jirablus in Syrien abgeholt. Dann brachte man uns über türkisches Territorium vor die von Kurden kontrollierte Stadt Tel Abyad, damit wir diese von der türkischen Grenze aus unerwartet angreifen konnten. Das Ziel war die Wiedereinnahme der Stadt Tel Abyad. Ähnliches beobachtete ein türkisches Fernsehteam an der türkisch-syrischen Grenze nahe der umkämpften Stadt Kobane. Anfang 2015 griff der Islamische Staat Kobane mit Artillerie und 50 Panzern an und nahm sogar mehr als die Hälfte der kurdischen Stadt ein. Doch die Stadt fiel nicht, da die kurdischen Kämpfer den Dschihadisten erbitterten Widerstand leisteten.
Um die Stadt einnehmen zu können, griffen die IS-Kämpfer Kobane vom türkischen Territorium aus an. Das Fernsehteam des türkischen Senders IMC wurde zufällig Zeuge dieser militärischen Aktion. Vor türkischen Panzern und laufenden Kameras passierten die Dschihadisten die syrisch-türkische Grenze. Dort IS-Kämpfer, hier die syrisch-türkische Grenze. Und wenige Meter entfernt türkische Soldaten, die nicht eingreifen. Kurz danach begannen die IS-Kämpfer, kurdische Stellungen vom Norden aus zu attackieren. Schließlich griff das türkische Militär aber doch ein. Allerdings gingen sie nicht gegen die IS-Kämpfer vor, sondern gegen die Journalisten. Sie forderten sie auf, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Die Sendezentrale des IMC-Fernsehens in Istanbul. Nach jener Direktübertragung geriet der Sender ins Visier des Staates. Gerichtsverfahren und Geldstrafen waren von da an der Tagesordnung. Am Ende stand der kleine Sender sogar kurz vor dem Aus. Die Aufnahmen unserer Live-Sendung waren so etwas wie der Beweis für die Behauptungen, dass der türkische Staat dem IS beim Passieren der Landesgrenze half. Das hat die türkische Regierung sehr gestört. Das Ende der Geschichte war, dass man uns schließlich den Stecker aus der Dose ziehen wollte. Wir unterstehen offiziell dem Fernsehrat der Türkei und verfügen über eine Sendelizenz. Doch unser Satellitenvertrag wurde nur auf Empfehlung eines Staatsanwalts für beendet erklärt. Das führte dazu, dass wir etwa die Hälfte unserer Zuschauer verloren haben. Zurück an die türkisch-syrische Grenze. An offiziellen Grenzübergängen wie hier in Önçüpinar herrscht reger Verkehr. Personen und Fahrzeuge passieren die Grenze. Denn oppositionelle Syrer können sich fast nur über die syrisch-türkische Grenze mit Gütern für täglichen Bedarf versorgen. Offiziell sind einige Grenzübergänge nach Syrien dicht, wie zum Beispiel Karkamisch, der 2013 geschlossen wurde. Diese Aufnahmen aus dem Jahre 2014 zeigen jedoch, dass LKWs mit unbekannter Ladung über die Grenze fahren. Wenige Tage später, im Januar 2014, wurde ein LKW-Tross kurz vor der syrischen Grenze angehalten und kontrolliert. Drei LKWs sollten angeblich mit Babynahrung und Medikamenten für Kriegsopfer beladen sein. Bei der Durchsuchung entdeckten türkische Sicherheitskräfte Kriegsmaterial für Islamisten. Hunderte von Raketen und Granaten. Die Begleiter der Fracht, die festgenommen wurden, waren nicht irgendwelche Leute, sondern Mitglieder des türkischen Geheimdienstes. Damals berichtete nur die linksliberale Tageszeitung Cumhuriyet ausführlich darüber, obwohl das Material allen Medien zugespielt wurde. Der Chefredakteur Can Dündar machte die Story zur Chefsache. Tagelang wurde über den Inhalt der Ladung berichtet. Dabei kamen viele Details ans Tageslicht. Can Dündar bekräftigt vor unserer Kamera, das Drehmaterial stamme von staatlichen Stellen. Die Aufnahmen waren offiziell gemacht worden. Das war kein illegal gefilmtes Material. Die Bilder entstanden mit Erlaubnis türkischer Richter und Kenntnis der Staatsanwaltschaft. Aus diesem Grund hatten wir keine Bedenken, sie zu veröffentlichen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir darüber berichtet haben. Cumhuriyet ist eine der wenigen Zeitungen in der Türkei, die kritische Themen furchtlos angehen. Als das Blatt sich mit dem Satiremagazin Charlie Hebdo solidarisierte, wurde es tagelang von Islamisten belagert, weil es angeblich den Propheten Mohammed beleidigt und so die religiösen Gefühle der Muslime verletzt hätte. Viele Mitarbeiter konnten damals nur unter Polizeischutz das Zeitungsgebäude betreten. Als Cumhuriyet über die Waffenlieferung berichtete, meldete sich ausgerechnet der Staatspräsident Erdogan zu Wort und drohte: Dieser Journalist, der die Story mit den LKWs veröffentlicht hat, wird dafür schwer büßen. Ich lasse ihn damit nicht davonkommen. Kurz darauf wurden der Chefredakteur Can Dündar und sein Kollege Erdem Gül wegen Spionage angeklagt.
Tausende Menschen solidarisierten sich mit Cumhuriyet. Wenn der Staatspräsident sagt, die Journalisten sollen verhaftet werden, sollen sie ruhig vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Die Türkei ist bereit, im Falle einer Verurteilung Entschädigung zu zahlen. Dann handelt er ungesetzlich. Ich betone, ungesetzlich. Darüber hinaus missachtet der Präsident die internationalen Verträge, die die Türkei geschlossen hat, lehnt ihre Verantwortung ihnen gegenüber ab und gefährdet die internationalen Beziehungen der Türkei. Am 27. Oktober 2015 fand die erste Verhandlung gegen Chefredakteur Dündar und seinen Kollegen Erdem Gül statt. Erdogan trat höchstpersönlich als Kläger auf. Es geschah etwas, womit kaum jemand gerechnet hatte. Beide Journalisten wurden tatsächlich wegen Spionage verhaftet und noch im Gerichtssaal in Untersuchungshaft genommen. Dies sind die letzten Bilder, bevor sie abgeführt werden. Can Dündar verabschiedet sich von seinen Freunden, die er eine Zeit lang nicht mehr sehen sollte. Wenn die türkische Regierung Journalisten inhaftiert, die über staatliche Waffenlieferungen an islamistische Gruppen in Nordsyrien berichten, dann bedeutet es, dass der Staat hier etwas zu verbergen hat. Für die Tageszeitung Cumhuriyet ist es schrecklich. Sie wird von allen Seiten attackiert. Cumhuriyet ist jedoch nicht irgendeine Zeitung. Sie ist eine Institution in der türkischen Presselandschaft. Nicht nur Journalisten, sondern auch jene Sicherheitskräfte und Staatsanwälte, die die Kontrolle der LKW angeordnet und durchgeführt hatten, wurden zur Rechenschaft gezogen. Can Dündar hat durch seine Veröffentlichungen nichts Ungesetzliches getan. Er steht zu Unrecht vor Gericht und sollte nicht im Gefängnis sitzen. Was aber bei der ganzen Geschichte kaum zur Sprache gekommen ist, die Sicherheitskräfte und Staatsanwälte, die die Durchsuchungen durchgeführt haben, sitzen ebenfalls im Gefängnis. Hier wurde durch eine staatliche Aktion die türkische Justiz selber zum Opfer. Of this whole clampdown by the government. Tausende Menschen gingen gegen die Verhaftungen auf die Straße und verlangten die Freilassung der Journalisten. Unter den Protestierenden waren auch Politiker der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP, die im Parlament die Zusammenarbeit des IS mit dem türkischen Staat thematisieren. Der bekannteste von ihnen ist Eren Erdem. Seine Berichte enthüllten so manche kriminelle Aktivitäten des IS. Die türkische Hauptstadt Ankara. Wenige Tage nach der Verhaftung der Journalisten spitzte sich der Skandal zu. Im Parlament legte Eren Erdem weitere Beweise für die Waffenlieferung an den IS vor. Der Staatsanwalt Irfan Fidan, der Can Dündar verhaften ließ, wirft ihm nicht etwa vor, zu lügen und Verleumdungen zu verbreiten, sondern Staatsgeheimnisse zu verraten. Und was war dieses Staatsgeheimnis? Ich betone, Staatsgeheimnis, keine Verleumdung. Es war, dass die Türkei dem IS Waffen geliefert hat. Danach übergab Eren Erdem der Presse die Ergebnisse seiner Untersuchungen, die die Zusammenarbeit der Türkei mit dem IS beweisen sollten. Dafür wurde nun auch Erdem von Staatspräsident Erdogan persönlich attackiert. Dieses Volk wird diese Politiker, all die Verleumdungen und den ganzen ausgekotzten Hass wieder auslöffeln lassen. Niemand soll daran zweifeln. Kurz nach Erdogans Rede wurde der Abgeordnete Eren Erdem zum Angriffsziel der Medien und aufgebrachter Bürger. Sie operieren folgendermaßen. Zuerst wird der Kritiker diffamiert und zur Zielscheibe gemacht. Danach sorgen sie dafür, dass aufgebrachte Menschenmengen ihn attackieren. Eine Zeit lang versammelten sich vor meiner Haustür Menschen, die die türkische Nationalhymne sangen und gegen mich protestierten. Private Sicherheitskräfte mussten mich vor ihnen schützen. Der Staat, der mich mit Verleumdungen zur Zielscheibe gemacht hat, gab mir einen einzigen Polizisten zum persönlichen Schutz. Dieser einzelne Sicherheitsbeamte hat versucht, die versammelte Menschenmenge abzudrängen, hat es aber nicht geschafft. Am Ende sah ich mich gezwungen, meine Familie im Ausland in Sicherheit zu bringen.
Als die nationale und internationale Empörung wuchs, ließ das türkische Verfassungsgericht Can Dündar und Erdem Gül frei, gegen den Unmut von Erdogan. Zum ersten Mal hatte sich eine türkische Institution gegen Erdogan gestellt. Das Verfahren gegen die Journalisten ging weiter, allerdings ohne Untersuchungshaft. Kurz vor der Urteilsverkündung am 6. Mai 2016 schoss ein Attentäter auf Can Dündar. Dündar wurde nicht getroffen, ein Journalist wurde leicht verletzt. Der Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Noch am selben Tag wurde Can Dündar wegen Spionage zu 5 Jahren Haft verurteilt. Dündar ging in Revision. Ob das Urteil vollstreckt wird, ist abzuwarten. Der mutige Journalist sagt, dass er nicht aufhören werde, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn sie den Regierenden nicht passe. Zwischen dem IS und dem türkischen Staat gibt es eine ideologische Nähe. Teile des Staates haben den IS unterstützt. Die türkische Justiz hat viele nicht verfolgt. IS-Mitglieder wurden nicht angeklagt und nicht verhaftet. Wie das türkische Sprichwort sagt, hat der Rabe seinem Wohltäter nun das Auge ausgehackt. Sogar noch schlimmer, der IS ist zu einer Gefahr für die gesamte Welt geworden. Der Staat hat der Türkei inzwischen den Krieg erklärt und verübt immer mehr Selbstmordanschläge, besonders in touristischen Zentren. Ein hochrangiger türkischer Sicherheitsbeamter gab zu, dass der IS in mehr als 70 türkischen Städten über geheime Zellen verfügt. Die Türkei hat von ihrer geografischen Lage, ihrer Verbindung zwischen dem Osten und Westen lange profitiert. Doch seit dem Beginn der Bürgerkriege im Irak und in Syrien scheint dieser Vorteil zum Nachteil für die Türkei zu werden. Und daran ist die türkische Staatsführung nicht ganz unschuldig.